Hallo meine lieben Harry Potter Fans. Heute habe ich ein Video für euch, in dem ich euch zeige, warum viele Fans Professor Snape als Lieblingscharakter haben. Wenn du das sagst. In dieser Szene sieht er, dass Harry fix und fertig mit den Nerven ist. Und schon macht er ihm Mut. Ist wenigstens ein Stück Toast, komm. Ron hat recht, Harry. Du wirst deine Kräfte nachher brauchen. Ich habe keinen Hunger. Viel Glück heute. Potter. Andererseits dürfte nach deinem Sieg über den Troll ein bisschen Quidditch kein Problem für dich darstellen. Selbst wenn der Gegner Slytherin heißt. Und während des Quidditch-Spiels zögert nur er nicht, Harry von einem Fluch zu retten. Was ist bloß mit Harrys Besen los? Es ist Snape! Er scheint den Besen zu verhexen. Was? Den Besen? Während des Quidditch-Spiels wollte Snape mich umbringen. Nicht doch, lieber Junge. Ich wollte das, nicht er. Und wenn er mit seinem brennenden Umhang nicht meinen Blickkontakt unterbrochen hätte, ich schwöre dir, dann wäre ich auch nicht gescheitert. Als ob mich Snapes gemurmelte Gegenflüche aufhalten könnten. Snape wollte mir das Leben retten? Auch in der Kammer des Schreckens nimmt er unsere Helden in Schutz. Euch drei. Ravenclaws, folgt mir. Sie ist nicht tot, Argus. Sie wurde bloß versteinert. Aber wie sie versteinert wurde, kann ich nicht sagen. Na von dem. Fragen Sie ihn noch mal. Ich schwöre, das ist nicht wahr. Ich habe Mrs. Norris nicht mal angerührt. So ein Quatsch. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sir. Vielleicht waren Potter und seine Freunde bloß zur falschen Zeit am falschen Ort. Naja, fast. Wie auch immer. Es sind ausgesprochen verdächtige Umstände. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, dass ich Potter beim Essen gesehen habe. In der Gefangene von Azkaban stellt er sich sogar zwischen einen Werwolf und den dreien. Braves Hündchen, lass uns brav. Da bist du ja, Potter. Und warum ist es Snape, der Harrys Geist trainiert und nicht irgendein anderer Lehrer? Da bin ich, Schulleiter. Sie wünschen mich zu sehen. Severus, ich fürchte, wir können nicht warten. Nicht mal bis zum Morgen. Bei richtiger Anwendung bietet die Macht der Oklomentik wirksamen Schutz vor dem Eindringen und der Beeinflussung von außen. Im Zuge dieses Unterrichts werde ich mir alle Mühe geben, in Ihren Geist einzufallen. Sie werden sich alle Mühe geben, zu widerstehen. Machen Sie sich bereit! Doch Snape beschützt nicht nur Harry, Hermine und Ron. In Der Halbblutprinz riskiert er wieder sein eigenes Leben, indem er einen unbrechbaren Fluch eingeht und schwört, Malfoy zu schützen. Zieh deinen Zauberstab, Bellatrix. Schwörst du, Severus Snape, über Draco Malfoy zu wachen, während er den Wünschen des dunklen Lords nachkommt? Ich schwöre es. Und schwörst du, ihn mit all deinen Mitteln vor Unheil zu bewahren? Ich schwöre es. Und in Die Heiligtümer des Todes Teil 2 wurde uns gezeigt, dass er zugleich Held und Opfer ist. Fang sie auf. Sie auf.
sie zum Denkarium. Die Prophezeiung bezog sich nicht auf eine Frau. Sie sprach von einem Jungen, der im Juli geboren worden ist. Ja, aber er denkt, es ist ihr Sohn. Er wird sie jagen, sie alle töten. Verstecken Sie Lily, Sie und Ihre Familie. Ich flehe Sie an. Was werden Sie mir dafür geben, Severus? Alles. Herr, der Kedavra! Sie haben gesagt. Sie würden Lily beschützen. Aber der Junge hat überlebt. Der Junge braucht keinen Schutz. Der dunkle Lord ist nicht länger da. Er wird zurückkehren. Und dann droht dem Kleinen furchtbare Gefahr, Severus. Sie dürfen es nie verraten. Ich darf nie das Beste an Ihnen offenbaren. Schwören Sie es. Nachdem Sie jeden Tag Ihr Leben für den Jungen riskieren, Sie schulden mir einen Dienst. Wir wissen beide, dass Lord Voldemort dem jungen Malfoy befohlen hat, mich zu ermorden. Aber falls er scheitert, kommt der dunkle Lord mit einiger Sicherheit auf Sie zurück. Sie sind der Mann, der mich töten muss, Severus. Der Tag wird kommen, an dem Harry Potter etwas erfahren muss. Ein Teil von Voldemort lebt in Harry. Das bedeutet, der Junge muss sterben? Wenn der Zeitpunkt da ist? Sie haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie angefangen haben, sich um ihn zu sorgen. Lily. Nach all den Jahren. Immer. Nachdem ich jetzt beim Schneiden fast selbst angefangen habe zu heulen, hoffe ich umso mehr, dass euch mein Video gefallen hat. Zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.